Der Musikverein für Steiermark wurde 1815 gegründet und gehört zu den ältesten und traditionsreichsten Konzertinstitutionen Österreichs und aber auch der Welt. Er wurde in Graz gegründet mit drei relativ aktuellen Zielen, nämlich Musikerziehung, Allgemeinbildung und aufklärerisch tätig zu sein. Das große Glück einer etwas kleineren Stadt wie Graz ist, dass man auch organisatorisch sehr einfach arbeiten kann. Wir haben unsere Büros hier im Hause, eigentlich konkreter gesagt über der Orgel. Das heißt, man ist auch, wenn man nicht unbedingt bei der Probe sitzt, auch akustisch immer mit einer leichten Vibration verbunden mit der Probe. Unser Ticketlokal befindet sich genau vis-à-vis des Haupteingangs. Das war nicht immer so, auch das war disloziert. Wir haben das seit ein paar Jahren tatsächlich hier vereinen können, sodass wir Büro, Arbeitsstätte, Konzertsaal und aber auch Backstage-Bereich tatsächlich hier in einem Komplex zusammenfassen konnten. Der Musikverein hat seinen Sitz im Stephaninsaal, wo wir uns gerade befinden. Er wurde 1884 gebaut und gehört zu den schönsten und besten Sälen der Welt. Die Decke dieses wunderschönen Konzertsaals, die besteht aus insgesamt drei Schichten. Aus einer Betonschicht, aus einer Luftschicht und aus einer Stuckdecke. Und die sind nicht ganz miteinander verbunden, sodass alle drei Schichten wahrscheinlich im Millimeterbereich schwingen. Und daher gibt es eine wunderbare Resonanz in dem Saal. Und das eigentliche Prinzip dieses Saals ist das sogenannte Schuhschachtelprinzip, wie man sieht, also einfach nur rechteckig mit dieser wunderbaren Stuckdecke. Und dadurch ergibt sich die wunderbare Resonanz. Also ein einfaches Prinzip mit einer wunderbaren Wirkung. Ich bin Generalsekretär laut Statut, das heißt, ich bin eigentlich nach innen und nach außen verantwortlich für alles. Ich bin für die Programmgestaltung verantwortlich, ich bin aber genauso verantwortlich auch für die wirtschaftliche Gebarung des Musikvereins und bin als Generalsekretär auch dafür verantwortlich, die als Mediator quasi zwischen Publikum, Künstler und Vorstand eine ausgewogene Bilanz zu erzeugen und natürlich auch. Und es freut mich sehr, in einem wunderbaren Team im Büro auch arbeiten zu dürfen. Und das macht jeden Tag große Freude. Eine persönliche Erinnerung an den Musikverein ist eine sehr konkrete. Und zwar, es gibt dort hinten, knapp vor dem Stehplatz, eine Reihe von wenigen Holzklappsitzen. Und diesen Klappsitz auf der Nummer 9, den durfte ich ab 1996 ungefähr als Abonnent damals schon belegen, weil mein Vater hat mir zur Matura ein Abonnement im Musikverein geschenkt. Das hat mich besonders gefreut und ich erinnere mich an wirklich interessante Begebenheiten, etwa zum Beispiel an die Bamberger Symphoniker, die damals die Symphonie Nummer 3 von Anton Bruckner gespielt haben. Aber es hat also bis hin wirklich zu den großartigsten Dirigenten hier also einprägende Erinnerungen gegeben und ich habe damals, wie ich dort saß und immer wieder versucht habe, einen besseren Platz im Parterre zu ergattern, der nicht knarrt, eigentlich wirklich das Glück gehabt, dass ich dann immer noch nette Abonnenten gefunden habe, die mir dann gesagt, dort ist was frei, setzen Sie sich dorthin und dahin. Also man hat schon gemerkt, dass ich großes Interesse habe und das hat mich schon sehr geprägt und habe aber nie gedacht, dass ich dann auch von der anderen Seite auch diesen Saal sehen werde oder auch hier die Geschicke leiten darf.